2011 ist das Jahr, der September ist der Monat, der 10. ist der Tag. Ja, wir sind hier beim ersten saarländischen Lernfest. Hinter uns die Lernfestmeile. Ich bin eben zu Fuß durch den ganzen Park gekommen und dann kann man sich wirklich mal in Ruhe anschauen, was hier alles geboten wird. Die vielen Mitmachaktionen, die Parcours, die Quiz, alles, was die Akteure sich überlegt haben, kommt bei Jung und Alt unheimlich gut an, was uns ermutigt, 2012 noch einmal ein Lernfest hier im Deutsch-Französischen Garten stattfinden zu lassen. Wir sind heute hier beim zweiten saarländischen Lernfest im Deutsch-Französischen Garten. Wir freuen uns, dass es dieses Jahr so gut ankommt. Und wie letztes Jahr versprochen, haben wir auch die ersten französischen Nachbarn mit dem Boot. Das soll jetzt in Zukunft sich peu à peu auch auswirken. Super Fest mit allem, was das Thema Lernen und Bildung im Saarland zu bieten hat. Lebenslanges Lernen ist, glaube ich, hier fantastisch aufbereitet. Super Stimmung und mit ganz vielen kreativen Ideen, wie man ja, was vermitteln kann, was richtig Spaß macht. Und ich kann den Besuch zum Lernfest nur empfehlen. Ganz tolle Sache. Und herzlichen Dank natürlich an all diejenigen, die hier viele Ideen mit eingebracht haben, um das Thema Lernen super toll zu verkaufen. Das Lernfest war in diesem Jahr wieder ein toller Erfolg. Wir haben nicht nur gutes Wetter gehabt, sondern ganz viele verschiedene Angebote gezeigt. Besonders gefreut hat mich, dass ein paar Schulen dabei waren und eine ganz tolle Sache ist, dass hier im Deutsch-Französischen Garten dieses Mal auch die Freundinnen und Freunde jenseits der Grenze hier waren, also zum ersten Mal auch französische Ausstellerinnen und Aussteller dabei waren. Tolle Sache, das Lernfest geht nächstes Jahr weiter. Wir freuen uns, dass das Lernfest auch dieses Jahr wieder so ein großer Erfolg ist. Bereits zum dritten Mal findet es jetzt hier im Deutsch-Französischen Garten statt. Ganz neu dabei haben wir dieses Jahr den Markt der Möglichkeiten. Hier geht es um die Themen Umwelt und erneuerbare Energien. Gut, das besonders Schöne hier am Lernfest ist, dass wir eine Umgebung gefunden haben, in der junge Menschen genauso wie ältere Menschen auch was lernen können. Und es geht ja beim Lernen nicht nur um Schule, sondern es geht darum, dass schon die ganz Kleinen viel lernen können, aber dass wir mittlerweile wirklich lebensbegleitend lernen, also eigentlich nie auslernen, auch nach der Schule. Und deswegen ist es sicherlich auch ein attraktives Angebot für Erwachsene und ältere Leute. Dieses Jahr wurde auf dem Lernfest der 4. saarländische Weiterbildungspreis verliehen. Wir freuen uns, dass wir die Preise hier auf dem Lernfest vergeben konnten und werden in 2 Jahren den 5. Weiterbildungspreis auch wieder hier auf dem Lernfest verleihen. Ja, wir sind hier beim 4. saarländischen Lernfest im Deutsch-Französischen Garten. Lernen kann Freude machen, etwas, was wir in unserer Schulzeit hin und wieder vergessen. Aber das Lernfest hier in Saarbrücken im Deutsch-Französischen Garten zeigt noch einmal, wie vielfältig das Lernen ist, dass es keine Grenzen gibt, was die Themen anbelangt, was das Alter anbelangt, sondern dass man immer etwas lernen kann, dass es auch immer Freude bereitet, dass das Einzige, was man braucht, die eigene Neugierde ist. Und diese Neugierde, die wird hier beim 4. Lernfest geweckt. Wir finden es einfach spitze! Wir sind hier heute beim 5. saarländischen Lernfest im Deutsch-Französischen Garten. Wir freuen uns ganz besonders, dass das Wetter auch wieder mitgespielt hat und wir so viele Besucher auch heute hier wieder im DFG haben. Wir haben über 50 Akteure mit mehr als 100 Mitmachaktionen und der Erfolg und die Besucher geben uns recht, dass dieses Lernfest im Saarland sehr gut ankommt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf als Schirmherrin und auch im Namen des Kollegen Ulrich Kommerser recht herzlich willkommen heißen. Ich darf mich natürlich vor allen Dingen bei der, sag das jetzt mal, Familie Rieder bedanken für die Organisation, für alle, die mitmachen und dafür, dass der Bildungsminister Jahr für Jahr das Budget für dieses Fest auch immer tapfer verteidigt. Das ist jetzt das 5. Mal in Folge. Das Schönste ist, wir haben immer wunderbares Wetter, es ist wie immer auch Neues dabei. Ich habe heute mal meinen Sohn mitgebracht. Bei jeder Station hier kann man so einen Stempel sammeln und dann kann man hinten zu so einer Bühne gehen und da kann man auch so Sachen gewinnen. Passt einfach schön. Das Lernfest ist sehr spannend und man kann dort viele Sachen machen und ausprobieren. Das Angebot hier ist sehr groß. Das liegt wohl daran, sowohl für Kinder auch als für Erwachsene. Man kann das wohl sehen, dass wir uns sehr wohlfühlen. Da sind unsere Kinder. Wir sehen so aus, unsere Kinder so. Also durchaus für Erwachsene geeignet. Aber es macht Spaß, ja! Die Kinder da. Das ist doch schön. Ich glaube da gerade, wie die Kinder clever sind. Und erreichen sie auch Erwachsene? Die stehen da automatisch dabei. Und lernen also gleich die, mit. Die lernen gleich mit. Das Schöne am Lernfest ist halt einfach,
dass man was lernen kann und trotzdem Spaß dabei haben kann, dass es hier im Deutsch-Französischen Garten zu Begegnungen kommt, dass man spielerisch lernen kann. Zur Schule draußen im Grünen, im Freien, das ist eigentlich so das Allerbeste, was man sich vorstellen kann. Deswegen ist das Lernfest echt eine großartige Sache.